Große YouTuber verdienen teilweise Unmengen an Geld und schwimmen im Luxus, weswegen es vor allem für viele junge Menschen ein Traumberuf ist. Doch hat man sich endlich den Schritt in die Partnerschaft erarbeitet, fällt vielen auf, viel Geld mit YouTube zu verdienen, ist nochmal schwieriger als gedacht. Doch das liegt daran, dass große YouTuber nicht auf die Wege Geld verdienen, wie kleine YouTuber es tun. Schreibt gerne auch jetzt mal vor dem Video in die Kommentare, welche Wege ihr kennt, Geld mit YouTube zu verdienen und welche Wege eurer Meinung nach die besten sind, beziehungsweise mit welchem Weg ihr am meisten Geld verdient. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten jetzt an die YouTube-Werbung denken. Aber das ist falsch. Es gibt Experten, die betiteln die Monetarisierung sogar als schlechtesten Weg, mit YouTube Geld zu verdienen. Es gibt andere Wege, die deutlich mehr Geld abwerfen und die werde ich euch in diesem Video natürlich erklären. Doch erstmal, warum ist die Monetarisierung unter Experten eigentlich so unbeliebt? Das größte Problem ist, dass man viel Geld hier wirklich nur über die Masse verdienen kann. Zwar gibt es Nischen wie den Finanzbereich, wo man auch mal 20 Euro für 1000 Klicks bekommen kann, aber auch da bräuchten wir ja noch immer mehrere hunderttausend Klicks, um von YouTube leben zu können. Zum Vergleich, ich nutze aktuell zwei von den drei Techniken, die ich in diesem Video vorstellen werde und ich kann mit gerade mal 24.000 Klicks im Monat schon von YouTube leben und könnte es auch mit noch deutlich weniger. Gerade im Unterhaltungsbereich, wo der CPM, also das, was wir pro 1000 Klicks verdienen, noch viel geringer ist, da brauchen wir teilweise Aufrufe im Millionenbereich, um überhaupt darüber nachzudenken, von YouTube zu leben. Gleichzeitig ist man bei diesem Weg aber auch stark abhängig von YouTube. Einfach mal kritische Themen beleuchten und riskieren, dass ein Video nicht monetarisiert werden kann, das ist unmöglich. Außerdem werden wir gezwungen, unsere Videos dann auf eine breitere Masse auszulegen. Kleinere Nischen, bei denen das einfach nicht möglich ist, die können so gar nicht von YouTube leben, wenn sie sich nur auf die Werbung verlassen wollen. Die erste Alternative ist daher, vor allem auch für kleinere Kanäle, der Verkauf von eigenen Produkten und Dienstleistungen. Große YouTuber wie Bibi haben ja teilweise auch ganze Unternehmen aufgebaut, deren Produkte wir im Einzelhandel kaufen können. Und auch sehr beliebt bei großen YouTubern ist Merchandise. Allerdings sind auch Fanartikel Dinge, die nur für große YouTuber auch Sinn ergeben, denn dafür braucht man schon eine gewisse Zuschauerschaft, damit sich das wieder lohnt. Was einige kleine YouTuber sehr erfolgreich tun, ist es, mit ihrem Kanal ihr Business zu vermarkten, so wie ich es ja auch tue. Kunstkanäle verkaufen zum Beispiel so ihre Bilder, Verkaufstrainer machen so auf ihre Vorträge aufmerksam oder Expertenkanäle verkaufen ihr Wissen in Form von Kursen oder Beratungen. Auch unter diesem Video hier könnt ihr mit einem Link auf meine Website kommen und so eine Beratung bei mir buchen. Der große Nachteil bei dieser Strategie ist eben nur, dass wir so auch keine wirklichen Vollzeit-YouTuber sind. Ich habe ja zum Beispiel auch teilweise echt wenig Zeit für meine Videos, weil ich gerade die letzten Wochen auch sehr viel gebucht werde. Und wenn ihr auch physische, also echte Produkte auf eurem Kanal verkauft, dann müsst ihr sowieso auch sehr viel Zeit in diesen Teil des Business stecken. Daher ist die zweite Möglichkeit, die auch sehr viele große YouTuber nutzen, das Affiliate-Marketing. Beim Affiliate-Marketing vermarkten wir die Produkte und Dienstleistungen von anderen Unternehmen und bekommen beim Verkauf eine Provision. Dadurch sparen wir uns den operativen Teil des Business und können uns viel mehr auf unsere Videos konzentrieren, haben aber immer noch die Vorteile, die das Verkaufen auf YouTube eben mit sich bringt. Hier gibt es allerdings auch wieder zwei Nachteile. Erstens, die Provision, die wir beim Verkauf bekommen, kann teilweise sehr gering ausfallen. Das heißt, in diesem Fall wäre man auch wieder auf die Masse angewiesen. Zweitens, breitere Nischen, wo man keine Produkte jetzt so gezielt vermarkten kann, die tun sich hier meist sehr schwer. Deswegen sieht man gerade bei Unterhaltungs-YouTubern sehr selten, dass dort der Fokus auf Affiliate-Marketing liegt. Das mit Abstand meiste Geld machen YouTuber aber über den dritten Weg. Das ist eine 4. Das mit Abstand meiste Geld machen große YouTuber allerdings über den dritten Weg, Produktplatzierungen bzw. Sponsorings. Bei einer Produktplatzierung zahlt eine Firma direkt an einen Creator Geld, damit dieser im Video Werbung für deren Produkte oder deren Dienstleistungen macht. YouTuber wie Tomery, die ihre Einnahmen bereits offengelegt haben, zeigen, wie lukrativ dieser Weg ist. Während er mit YouTube Werbung im Monat knapp 5000 Euro verdient, liegen die Einnahmen bei Produktplatzierungen bei knapp 40.000 Euro. Also mal locker das Achtfache. Da Firmen verschiedenste Ziele haben können, die einen wollen ihre Reichweite erhöhen, die anderen wollen gezielt verkaufen. Durch unterschiedliche Ziele sind Produktplatzierungen wirklich für jeden Kanal geeignet. Egal welches Thema, egal welche Größe, mit Produktplatzierungen kann man richtig gutes Geld verdienen. Doch wie baut man einen Sponsor gut in ein Video ein? Naja,
zum Beispiel so. Dieses Video wird unterstützt von Safdesk. Safdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die auf Selbstständige und damit eben auch auf YouTuber optimiert ist. Gerade wenn wir viel Geld mit YouTube verdienen wollen, dann kommen wir um eine saubere Buchhaltung nicht herum. Außerdem müssen wir Firmen ja auch erstmal eine Rechnung schicken, wenn wir von denen bezahlt werden wollen. Und genau dort kommt Safdesk zur Hilfe. Dank der App könnt ihr Safdesk eben nicht nur am PC, sondern auch am Handy benutzen. Und da es sich um ein deutsches Unternehmen handelt, seid ihr auch rechtlich immer bestens abgesichert und braucht keine bösen Überraschungen zu fürchten. Safdesk bietet außerdem einen 14-Tage-Testzeitraum an. Das heißt, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das ohne Probleme tun. Bei einem Kauf könnt ihr dann außerdem noch mit dem Code WOA50 50% auf euer erstes Jahresabo sparen. Nutzt also den Link in der Videobeschreibung und schaut euch Safdesk einfach mal an. Wie wichtig Sponsoren für YouTube sind, zeigen aber auch große Projekte wie aktuell 7 vs. Wild. Fritz hat es direkt am Anfang betont, dass zu Beginn jeder Folge eine 30-sekündige Werbung laufen wird, da damit das Projekt finanziert ist. Und obwohl in jeder Folge dann ja noch mehrfach Werbung von YouTube läuft, bin ich mir sicher, hat Fritz deutlich mehr Geld von den Partnern bekommen, als es von YouTube der Fall ist. Zwar werden Werbungen auch gerne mal von Zuschauern kritisiert, aber Fakt ist, viele große YouTuber könnten Videos nicht in der Qualität produzieren, wie sie es tun, wenn sie keine Sponsoren hätten. Produktplatzierungen sind für alle, die nicht selbst verkaufen wollen, der beste Weg, um Geld mit YouTube zu verdienen. Gleichzeitig sind Produktplatzierungen aber nichts, was nur für große YouTuber funktioniert, sondern auch kleine Kanäle können davon mit der richtigen Technik schon durchaus profitieren. In diesem Video hier habe ich Schritt für Schritt erklärt, wie du an deinen ersten Sponsor kommst. Schau dir das als nächstes an, viel Spaß damit und ciao!